So, Terme und Variable. Variable oder Variablen. Ein paar Begriffe und Definitionen werden wir jetzt anschauen. Ja, was ist eine Variable? Das ist zum Beispiel, ja, oft ist es zum Beispiel x. Es könnte zum Beispiel a sein, y. Und das ist oft irgendetwas, was für eine Zahl stehen könnte, sozusagen also als Platzhalter. Ein Term ist sozusagen eine Verknüpfung von Variablen und Zahlen. Zum Beispiel wäre 2x, das ist ein Term, 2x plus y wäre ein Term. 2x plus y plus x hoch 2 ist ein Term. Und das hier sind also alle Terme. Wir könnten auch zum Beispiel haben, x hoch 2 durch 2 ist ein Term. 1 durch x ist ein Term. Okay. Um noch ein paar Definitionen klarzumachen, das hier ist ja sozusagen ein eingliedriger Term. 2x. Das benennt man dann Monom. Hier haben wir einen zweigliedrigen Term. Also wenn hier mal oder eine Division hier gehabt hätten, dann wäre es immer noch ein Monom, also ein eingliedriger Term. Aber wenn wir Plus und Minus haben, dann ist es ein zweigliedriger Term, dann nennen wir das Binom. Also Binom. Und wenn es 3 hat oder mehr, dann nennen wir es einfach Polynom. Wenn wir es wie hier x oder y oder also eine Variable im Nenner haben, dann nennen wir das Bruchterm. Das ist ja dann ein Bruch mit Termen. Und das hier, was nennen wir das? Ja, dadurch, dass keine Variable im Nenner ist, sondern nur hier, dann zählt das als Monom. Das ist ja sozusagen, das ist ja gleich, als würden wir schreiben, ein halb mal x hoch 2. Das ist einfach eine Zahl mal x hoch 2. Und es ist also kein Bruchterm, weil keine Terme sind im Nenner, deswegen ist es ein Monom. Und zum Beispiel hier, wenn wir 2x plus y haben, also 2x plus y. Das könnte man auch schreiben als 2x plus 1, 1 mal y. Die Zahlen hier nennen wir Koeffizienten. So, das sind ein paar Begriffe, die man sich merken sollte. Und ein Term ist auch, also es muss sozusagen Plus, Minus, Mal, Division sein. Es ist sozusagen ein sinnvollerer Ausdruck. Zum Beispiel 2 plus, Minus, Mal, X, Y macht keinen Sinn und zählt deswegen auch nicht als Term. Also kein Term.